ein Millivolt, wie der Wind geht. Ein Volt reicht knapp bei Windgeschwindigkeit. Kurzzeitig ein Volt erreicht die Seespannung. Bei dem Ding kann man Schullift anhängen. Und was meint ihr? Kurzzeitig ein Ausschlag, es dreht sich wieder ein bisschen, erzeugt maximal 50 Millivolt, halbes Volt erzeugt es. Das ist noch nicht viel. Dann muss ich mir noch einen zweiten Titan bauen. Drei reichen mir das nette kleine.